gegrüßt, meine lieben Empire-Fans. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Good Game Empire Let's Play. Ihr seht jetzt gerade hier, wir fangen schon richtig cool an. Gebt den Bürgern Arbeit, die Quest haben wir erfüllt. Wohlan, ein weiterer Schritt auf dem Weg zu eurem Imperium ist gemacht. Wir kassieren dafür 322 Erfahrungspunkte und 600 Steine. Und jetzt passt mal auf. Level 28. Juhu. 60 Rubine gibt's dafür wieder. Wir können nun das Versteck Stufe 3 bauen. Ja, ja. Das Wohnhaus auf Stufe 7. Jetzt werden die Wohnhäuser bei uns auch schön bunt. Ja, Stadthaus Stufe 7 sieht auch sehr nice aus, ist aber allerdings nur mit Rubinen zu erhalten. Das Theater können wir jetzt bauen. Und die Köhlerei auf Stufe 3. Yeah. Nice. Also langsam kommen wir der 30 entgegen. Ich habe fälschlicherweise in meinem letzten Let's Play erzählt, dass man ab Level 31 die Parks bauen kann. Das ist natürlich falsch, das ist euch natürlich direkt aufgefallen. Selbstverständlich kann man erst ab Level 32 die Parks bauen. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich mich da, weiß ich nicht. Kann mal passieren, ne? Müsst ihr mir ja nicht krumm nehmen direkt. So, wir stellen 10 Minuten die Steuern ein und dann schauen wir mal, was wir hier machen können. Gehen mal kurz gucken, ob irgendwas Wichtiges hier... Ich schicke Nahrung, ich schicke dir... Ja, okay, okay, okay. Lay, ich warte auf Level 30 sehr gern, um in deine Alli zu kommen. Schreib, wenn du das liest, bitte. Ja, lieber Wolfgang. Ich hab's gelesen. Da freut er sich bestimmt. Schön, dass du in die Alli möchtest. Da wird er sich freuen, wenn er sieht, dass ich das während des Let's Plays gemacht habe hier. So, der Legend... Okay. Das sind alles jetzt Nachrichten von Spielern. Die werde ich dann gleich schauen. Ich wollte jetzt nur mal gucken, was der Wolfgang hier geschrieben hatte. So, was können wir jetzt weitermachen? Wir haben hier 10 neue Quests. Nicht kleckern, sondern klotzen. Den Marktplatz auf Stufe 4 ausbauen. Dafür kassieren wir 102 Erfahrungspunkte und ein bisschen Holz und ein bisschen Stein. Wollen wir mal weiterschauen? Der ewige Wettlauf. Kaserne auf Stufe 5, genau. Das würde ich jetzt ganz gerne machen. Moment, wo steht sie denn? Da! So, dauert 19 Stunden 45, aber dann haben wir natürlich die Kaserne erstmal zu Ende gebaut, Gott sei Dank. Also die geht dann nicht höher. Hier könnten wir das natürlich jetzt mit Rubinen ganz schnell rucki-zucki machen, aber das tun wir nicht. Wir werden jetzt erstmal schauen. Moment, Burgflächenerweiterung geht ab Level 30 das nächste Mal. Gut. So, jetzt brauchen wir wieder 1457 Erfahrungspunkte. Mit der Kaserne kriegen wir 350 und alles hat seinen Preis. Besitze Beehänder und besitze schwere Armbrustschützen. Lasst uns die mal hier reinschicken. Oh, wir kriegen Nahrung geschickt. Ich habe gerade schon kurz gesehen. Lasst uns mal die Beehänder und so hier reinschicken. Von Lava, glaube ich, ein bisschen schwierig gerade, ne? War das von La, wo das so schwierig war gerade? Ich glaube schon. Ich guck mal eben bei Lay. Oder wir schauen jetzt mal eben schnell einfach. Nach La. So. Schauen wir mal. Wo sind wir denn so in den Miesen? Also hier auf keinen Fall. Gut, dann ist von Lay. Dann wissen wir Bescheid. Dann können wir nochmal wieder zu Epic Leilani rüber switchen. Hey, hallo. So. So, und dann schicken wir uns die hier rein, dann haben wir auf jeden Fall das erledigt. So. Zack. Was war denn da? 10 Stück davon, ne? 10 Stück davon und 5 Stück davon. So. Die können wir ja dann getrost, wenn wir die Quest dann erledigt haben. Oh, guckt euch das an, wie lange das dauert. Aber ist nicht so schlimm. Schickt die jetzt einfach mal los, ist ja egal. Dann nochmal kurz bei Lay gucken und ein bisschen Werkzeug produzieren wieder. Müssen wir auch immer wieder machen. So, hier rein. Wir lassen das, glaube ich, erstmal mit dem Werkzeug, weil wir haben jetzt im Moment nicht viel Holz. Dann lassen wir das erstmal und dann gehen wir mal eben kurz zu La schauen, wie es da so aussieht. Habe ich jetzt von La die Soldaten geschickt? Ich glaube schon, ne? Naja, egal. Halb so wild. Ich habe ja gesagt, wir machen uns hier... Warte mal, komm. Dann machen wir jetzt hier noch 5 von. Und davon 5. So, aber hier können wir Werkzeug machen auf jeden Fall. Zack, zack. So. Und auch bei Lay. So.
Super. Sehr nice. Bei Lei. Nee, lieber keine Soldaten. Hätten wir auch mal von da schicken können. Naja, nicht schlimm. Ich will jetzt hier nicht rumragen. In die Eiswelt können wir mal kurz reingehen. Ich werde jetzt hier keine ganze Folge machen. Ich werde jetzt mal eben gucken, was haben wir denn hier so an Zielen? Gebt Bürgern Arbeit, war Köhlerei auf Stufe 2 ausbauen. Okay. Pass auf, dann machen wir das. Werden wir die erste Köhlerei mal auf Stufe 2 bauen. Und danach setzen wir uns einfach noch eine hier hin. Und dann, ja, wie viel gab's das? Wie viel gab das? Gab 50 Erfahrungspunkte, okay. Also so dolle ist das jetzt nicht. Was haben wir denn noch für Quests hier? Habt Erbarmen. Okay, Dorf. Da müssen wir die ganzen Rohstoffe dann machen. Ja, und besitze Verteidigungseinheiten. Das bin ich ja auch gerade am machen. Da können wir aber nochmal eben schnell kommen. Machen wir mal so und so. So, dann werde ich das morgen dann auch noch fertig haben. Sehr nice. Finde ich richtig cool. Jetzt werden wir mal Verteidigung ein bisschen machen. So, 5 Stück davon und 5 Stück davon. So, okay, dann haben wir auch einiges an Rohstoffe hier ausgegeben erstmal. Hier unten vor der Burg steht immer noch der Technikus. So, und den werden wir jetzt auch mal eben besuchen, nachdem wir in der Schmiede waren, in der Ausrüstungsschmiede. Der ist ja gerade unterwegs, der schickt uns die Leute. Wow, und wir haben den epischen Helm des Geizigen und den epischen... Nochmal. Okay, Moment. 15, das ist derselbe, ne? Ist alles derselbe. Okay, was haben wir hier? Okay, ich glaube, lasst uns mal kurz was schmieden. Können jetzt hier die ganzen gewöhnlichen Sachen, können wir hier reinpacken. Mal gucken, ob wir was Schönes bekommen dafür. So, ich gucke jetzt einfach nicht drauf. Ich werde jetzt einfach neuen Gegenstand schmieden. Zack, und was bekommen wir? Das seltene Artefakt des Gerechten für den Feldherrn erhöht die verdienten Ehrenpunkte um 8% und reduziert den Mauerschutz des Feindes um 6%. Okay, das nächste. Haben wir ja wieder einiges hier erbeutet. Das ist cool. So, einer geht noch. Klasse. Zack. Bisschen Cola um den Kopf hauen hier. Was bekommen wir? Ui, und noch ein Artefakt. Seltenes Artefakt des Schatzjägers erhöht die Chance, starke Ausrüstung zu finden um 6% und reduziert die Reisekosten um 6%. Cool. Dann haben wir hier noch die Kampfkraft der Fernkämpfer um 13%. Ist auch ganz geil. So, was haben wir hier noch? Und für die Burgvogte. Okay, dann mal wieder zurück in die Ausrüstungsgegenstände und dann schauen wir mal. Also der ist gut ausgerüstet, der auch, der ebenfalls. Der könnte noch eine Waffe gebrauchen und die haben wir gerade. Sehr geil. Damit bekommen wir gut gerüstet Stufe 4. Sehr cool. Jetzt müssten wir bald auch dann, müssen wir mal schauen, wie viel wir haben. Kann ich gleich mal eben machen. So, und hier, ja, müssen wir auch dann, tun wir die Waffe rein. Ist ja egal. Was haben wir? Artefakte hatten wir auch noch. Moment, was hat er hier drin? Erhöht die Chance, starke Ausrüstung zu finden. Erhöht die verdienten Ehrenpunkte. Die Kampfkraft. Dann nehmen wir den. Den, den wir gerade geschmiedet haben, nehmen wir dann hier rein. Ja, und da müssen wir eigentlich nur noch eine schöne Waffe haben und dann haben wir alles auf grün. Ist natürlich geil, ne? So. Der erste, der ist ja unterwegs. Wir könnten jetzt erhöht die Chance, starke Ausrüstung zu finden um 8% und die Armee wird 4% später entdeckt. Reduziert die Reisekosten um 15, erhöht die Chance, starke Ausrüstung zu finden und erhöht die beim Plündern verursachten Brände. Okay, also die Brände, das bin ich jetzt nicht so der Fan von, aber wir packen den auf jeden Fall mal hier rein. So, und was sagt der zweite? Erhöht die Reisegeschwindigkeit, das ist auch cool. Und der hier reduziert den Mauerschutz. Okay, dann werden wir den hier reinpacken. Zack, weil Mauerschutz und sowas alles, das... Wo war der denn jetzt? Hier. Mauerschutz, das kriegen wir ja alles mit unseren Belagerungswerkzeugen weg, ne? So, dem Burgvogt, da schauen wir mal. Haben wir da eine Waffe? Haben wir gerade nicht. Das ist schade. Was sagt er hier? Der ist gut ausgerüstet. Okay, und hier fehlt uns eine Waffe. Die haben wir jetzt leider im Moment nicht. Da haben wir sowieso hier im Moment nur diese. Erhöht die Kampfkraft der Fernkämpfer um 13.
dann würde ich lieber den hier reinlegen. Ich weiß, also ich habe euch ja schon mal erzählt, dass es gut sein kann, dass manchmal die schlechteren Ausrüstungsgegenstände besser sind. In diesem Fall ja, weil mich interessiert im Moment die Reisegeschwindigkeit bei Eroberung nicht. Kampfkraft der Fernkämpfer, 3% mehr als dieser hier hat, ist auf jeden Fall besser. So, was haben wir hier an Helme noch? Erhöht die verdienten Ruhmpunkte, verringert die verlorenen Rohstoffe. Sieht eingehende Angriffe 5% früher und erhöht den Mauerschutz. Das ist viel besser, das lassen wir so. So, gut, dann haben wir das auch mal wieder erledigt. Jetzt können wir beim Technikus mal schauen, was der für uns so Schönes hat und können vielleicht den einen oder anderen uns ein bisschen verbessern. Der ist gerade unterwegs, reduziert die Reisekosten und der ist auch unterwegs gerade. Okay, die Reisekosten könnten wir was höher machen. Was ist denn hiermit? Erhöht die Chance, starke Ausrüstung zu finden und die verdienten Ruhmpunkte. Haben wir noch einen höheren, der besser Ruhmpunkte macht? Reduziert die Reisekosten. Okay. Ehrenpunkte um 7. Nee. Also, dann würde ich den ganz gerne mal versuchen. Zack. Kostet uns 170. Ausrüstungsgegenstand verbessern. Das war erfolgreich. Juhu. Gut, plus 1. Ja, Ruhmpunkte ist jetzt um 3,3. Wir könnten es nochmal versuchen. Kostet uns dann 550, aber der ist fehlgeschlagen. Noch einmal. Wieder fehlgeschlagen. Und alle guten Dinge sind 3. Das war erfolgreich. Sehr schön. Ich habe jetzt natürlich eine Menge Kohle ausgegeben. Aber ich dachte mir, okay, bis 20.000 kannst du mal ein bisschen, ne? Okay, der ist jetzt bei 3,6%. Gut. Stecken wir den wieder weg. Zack, hat sich das erledigt. Und juhu, wir haben ja immer noch hier den Steuereintreiber, der ist jetzt noch 12 Stunden 53 da, deswegen werde ich jetzt schon mal für 6 Stunden die Steuern anstellen, weil ich werde heute Abend nicht mehr kommen. Ja, Herold der Invasion ist klar, die behalten wir, dauert noch einen Tag. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Event. Ich hatte diesmal ja ganz am Anfang die ersten 2 Tage, da war es ganz cool, aber dann, als ich die ganze Armee da verloren habe, weiß ich nicht, da habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt, ehrlich gesagt. Und ja, deswegen, also ich werde das Event auch erst wieder machen, wenn ich eine stärkere Armee habe, so mit Level 40 oder so, denke ich mal, können wir uns da nochmal dran wagen. Ja, schön, das war's auch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt genug gesammelt habe. Könnte sein, dass jetzt gleich noch ein bisschen was drankommt hier an die Folge, wenn irgendwas Interessantes passiert. Ich wollte euch jetzt nur den Level-Up eigentlich zeigen und dachte mir, nimmst du nochmal schnell eben den Ausrüstungshändler und sowas alles mit. Ne, Quatsch, den Schmied und so. Ja, dann bis zum nächsten Mal oder bis gleich. Tschüssikowski.